Servus zusammen, das Lied ist ja kein. Ist cool. So, was habe ich jetzt heute für euch? Auch einer meiner Lieblingsspiele früher, wo sie aber großartig Theater gemacht haben. Ich hoffe, da gibt es kein Theater mehr. Ey, nehmt alles so nicht so ernst. Ja, also es ist ein Spiel und es gibt auch El Bandi, wo man, kann ich nicht mehr sagen, hundertprozentig, wo, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, der Psycho Dad. Ja, also natürlich ist, ich bin gegen Krieg, ich bin gegen Tote, hundertprozentig, will ich nicht haben. Aber es gibt auch andere Spiele, wo viel schlimmer sind. Modern Warfare, weiß der Geier was alles noch. Ja, also halt jetzt einfach den Ballen flach. So, Cannonfutter. Cannonfutter hat das Spiel den Namen gemacht, weil natürlich die Menschen erschossen wurden oder man wusste, schießen, also nicht Menschen, Entschuldigung, kommt's weg von diesem Thema. Es ist ja ein Spiel, also diese, der Kriegssimulation sozusagen. Ja. Was sehr interessant war, man konnte laden und speichern. Da unten, wenn ich mich noch recht erinnere, waren halt die Rekruten. Und irgendwo waren auch die Gestorbenen. So, töte alle Gegner. Ja, wäre jetzt ja nichts Außergewöhnliches in einem Kriegsspiel. Ja. So, ich bin hier. Jetzt muss ich zuerst einmal schauen, wie das funktioniert. Da oben sehe ich schon mal die Gegner. Ja. Aha, okay. Also B ist A ist vorerst mal gar nichts. Vielleicht Granaten, wenn man hat. Kommt man hier was machen? Nein. Okay, also B ist laufen. So, dann musste man die natürlich abschießen. So, das war damals dem deutschen Staat schon zu viel. Und wenn dann noch 3 Pixel rot gespritzt sind, dann war der Teufel los in Deutschland. Kein Witz. So, jetzt war ich zu schnell, Entschuldigung, ich hätte es durchlaufen lassen sollen. So, jetzt habe ich schon 3. Die steigen natürlich auf und ich glaube, die Heroes waren das, die wo sterben. Da kann ich nichts machen, ich kann einfach nur weiterklicken. Okay. Phase 1 von 2, töte alle Gegner. 27 Rekruten remaining. So, das war das Briefing. Ab und zu waren die auch irgendwie, wo, wie war das? Ich weiß es nicht mehr. Ah, erstens mal, das kannst du vergessen. So, dann muss ich darüber, das weiß ich jetzt gar nicht. Konnte man Viecher töten? Nein, konnte man nicht. So, was gab es jetzt noch an diesen Versionen? Es gab, glaube ich, oh, boah, weiß ich gar nicht, kann ich jetzt gar nicht hundertprozentig sagen. CD32, glaube ich, gab es, Mega Drive, Super Nintendo gab es alles, glaube ich. PlayStation, oh, will jetzt keinen Schmarrn verzehren, ich weiß es jetzt nicht. Es gab es auf mehreren Sachen, auf jeden Fall. Da könnte aber die Jaguar-Version könnte damals eigentlich zum Besten, weil eben der Sound eigentlich am besten war. So, wir müssen hier rüber. Natürlich hilft alles nichts. Wir warten aber natürlich. Wir sind nicht so unklug wie die. Oh, wir haben einen verloren. Habt ihr gesehen? Das passiert. Ich war zu weit vorne.
Also jetzt rüber, weil man kann nicht schießen im Wasser, oder? Nein, genau. So, das war das große Problem. Versteckte Einheiten. Ja, ich muss sagen, die Schreie haben was. Oh. Ich glaube, es gab keine. Es gab, ich weiß es nicht, Zivilisten. Okay. Das geht dann mal gar nicht. Ah, ich habe doch hier schon Granaten. Kann ich die? Nein, kann ich nicht. Kann ich umschalten gegen? Auswählen? Nein, keine Ahnung. Ab, läuft los, ihr Hunde. Nicht vergessen, ihr dürft nicht ins Wasser laufen, weil sonst könnt ihr ja nicht schießen, ist das Problem. So, wir müssen jetzt hier die Seite wechseln, hilft alles nichts. Gib Gas, gib Gas, gib Gummi. Okay, sauber Jungs. So, wechseln wir die Seite, ist das sinnvoll? Noch einer. Ja, genau. Also eine bessere Taktik ist, stehen zu bleiben und zu schießen. Bis dann eben in die Geschosse reinlaufen. Aber man könnte ja sagen, das sind Paintball-Geschosse. Und deswegen gibt es da auch Zeichen, dass man sieht, dass sie getroffen sind. So, ich weiß nicht, irgendwie hat man doch eigentlich auch Granaten werfen können. Ich könnte mal gleich die Beschreibung lesen. Oder hat man das anschießen müssen und es ist dann in die Luft geflogen? Genau, so war doch was. Das ist jetzt komplett tot, ich glaube ja. Jawohl! Man kann
keine Verluste. So, jetzt machen wir mal theoretisch kurz Pause. Jetzt schaue ich mal in der Anleitung, was die Anleitung zum Granatenwerfen sagt. Die Anleitung sagt, ich bin komplett in Englisch. Okay. Granaten, ja, Bazooka haben wir auch, wie ich es mir dachte. Ah, am Anfang hat man keine Granaten. So, wie wäre die Steuerung? Ist dann vielleicht A? Wird nicht erklärt, was die Steuerung ist. Sekunde. Moving using weapon. Okay, press and hold the B button, then press the C button to make the troop leader throw a grenade or fire a bazooka at the center of the crosshair. Okay, da wissen wir. So, und das ist das, was mir in alten Spielen gefällt. Man hat eine Beschreibung und cool. So, der ist gestorben, deswegen steht der da oben drin. Wir können jetzt mal, ich will mal safen, ob das geht. Safe Game, da safen wir jetzt drüber hoffentlich. So, der ist jetzt aufgestiegen. Man kann, glaube ich, hier nichts auswählen. Also B halten und C dazu drücken. Wir haben es vernommen. Natürlich wird das Spiel von Oh, das ist von oben. Jetzt killen wir den zuerst einmal und dann. Wir haben noch keine Granaten. Und das Problem ist. Dass ich zuerst oben laufen muss. Das hilft. Na, warte, ich kann da runter. Ach, das ist ja super. Dann wusste ich das nicht, aber jetzt zuerst den da oben. Jetzt hier absolut noch unschlüssig, ob ich die Gebäude zerstören muss. Solange keiner rauskommt, soll es mir recht sein. Wo ins Eiswasser ist tödlich, so viel ich noch weiß. Ich muss das schon taktisch machen, irgendwie. Probieren wir das trotzdem irgendwie abzuballern. Ach, das andere konnte ich ja nur abballern, genau weil die Fässer ja da waren. So. So. Ah. Ah. Na, ich kann doch keine Granaten werfen, leider. Ah, da waren die Granaten, glaube ich. Runter mit euch, Jungs. Einsammeln? Genau. Ah, genau, so, richtig, so war das. Hierher, bitte hierher, hallo? Da, einsammeln. Sehr gut. So, und jetzt, den schießen wir noch ab. Aha, habt ihr gesehen, so läuft das, der Haus. Natürlich muss man jetzt schauen, dass man die anderen Häuser, glaube ich, auch noch wegmacht. Da, das heißt, wir geben mal ein bisschen Gas. Lauft, lauft, Jungs, rennt! Oh, ich habe einen selber getötet. Das kann natürlich auch im Hitze des Gefechts passieren. Oh, und die Granaten kann man auch wegsprengen. Okay, so, jetzt schießen wir die da oben zuerst weg. Wir müssen... Ah, das können wir von hier auch bestimmt. Jawohl, sehr gut. Was macht der? Urlaub oder was? Geht's noch?
So, du passt uns gar nicht. Wo kommt man hier wieder hoch? Da oben. Klar, der weiteste Weg natürlich. So wie sie bei ist. Ach, was ist denn da los? Jawohl! So, so läuft der Hals hier, ja? So, natürlich werden die Gefallenen beerdigt. Natürlich, klar, wir sind da anständig. Stellen sich immer mehr an, das ist auch ganz lustig. So, wir safen natürlich zwischendrin. Ich probiere jetzt hier mal eine andere Taste, aber ich glaube nicht, dass man irgendwas auswählen kann. Es ging immer nur schnurstracks weiter. So, Phase 1 auf 4. Okay. Ich habe noch keine Granaten. Sauerei. So, wo ich hin muss, weiß ich auch nicht. Schauen wir zuerst mal, was da oben abgeht. Okay, wir müssen eh alle zerstören. Also weg mit dir. Ich habe noch keine Granaten, also bringt das nichts. Ist das ein gegnerisches Haus? Ich glaube ja. Okay, hier ist Ende Gelände. Oh, halt, rückwärts Jungs. Attacke. Na, Gefühlsverweigerung. So, wir müssen eh alle töten, hilft ja alles nichts. Was ist hier los? Wo bleibst du hängen? Jetzt sind wir wieder da, wo wir waren. Wahrscheinlich müssen wir über diese Brücke drüber. Ich habe nur die Hoffnung, hallo? Dass ich vielleicht irgendwo was finde. Und sehe hier, wir müssen die ja eh töten. Ja, ja, geh nur ins Wasser. So. Es gibt keine zeitliche Beschränkung. Ah, zurück, 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 Jungs. Was schon mal positiv ist, man sollte versuchen, immer den geringsten Weg zu rennen. Aha, hier haben wir Granaten, die holen wir uns zuerst. Da lassen wir, nein, da lassen wir uns nicht auf dem. Boah, war knapp. So, okay. Da müssen wir aber sparsam sein, sehe ich gerade. Habe ich schon einen verloren? Nicht gut. Wir rennen jetzt erstmal hier weiter und schauen, was hier Sache ist. Da müssen wir eh hin. Jetzt gehen wir hier her, das ist eine gute Position. Wieso bewegen sich die nicht?
Okay. Die Granaten habe ich ja nicht gerade. Was ist das da unten? Sieht ihr das? Tak, 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 tak. Keine Ahnung. Ey, Jungs, nicht hängen bleiben. Ah, der Steg für den Snergens. Was ist denn das für ein Joke? So, also im Grunde genommen sieht es ja, eigentlich alles absuchen ist die Devise. Und Missionen erfüllen ist die Devise. So, wir haben da irgendwo noch so eine Hütte gehabt, genau. So, aber es sind wahrscheinlich irgendwo noch welche gespawnt. Und ja, komm, frage ich mich auch. Die Hütte habe ich doch in die Luft gesprengt. Ab und zu mal gerne hängen, die Kerle. Rückzug. Zuerst ausdüngen. Gerade was los, hey. Die Granaten holen wir, wir wissen nicht, ob wir sie brauchen. Wow, war knapp. Und der Gegner rennt auch noch rum. Immer gleich auf einmal die Schnelle auf einmal losgeht, ist, da muss man sich ab und zu dran gewöhnen. Hallo, renn halt dahin. Jetzt rennt es nach dahin und da wirft es bitte hin. Mhm, schnelle Mission, okay. Wie sie winken. Goldig. Das ist auch, glaube ich, die gleiche Karte, weil das war jetzt das, was wir, glaube ich, oder soll zumindest so ähnlich sein. Oh, wir sind jetzt schon zur fünften. Was geht hier ab? Secret Mission or what? Da ist einer. Ich hab dich gesehen. Ich glaube, es war auf jeden Fall mal die beste Grafik, was es gab von diesem Spiel, theoretisch, was da mal rauskam. Aber wenn ich es nicht sagen will, das Einfachste ist natürlich, wenn man sie reinlaufen lässt. Da kommen wir aus dem Busch raus. Habt ihr gesehen? Jetzt kommen so Gemeinheiten. Aha. Und
Erdlöcher auch, oder was? So, bei dem weiß ich jetzt nicht, was das ist. Keine Ahnung. Ich weiß aber, dass du abgeschossen werden musst. Und du leider Gottes. Dann gehe ich davon aus, dass ich da was in die Luft jagen muss. Probieren wir es mal. Sag mal ein. Und machen wir es auch weg. Hilft ja alles nichts. So, was machen wir jetzt mit dem einen, wo da rumgelaufen ist? Jener hier. Oh, tust du mir was? Du tust mir nichts, gell? Okay. Wenn er mir nichts tut, tue ich ihm nichts. Fair, oder? Fair. Aber die sieht sie das in den Augen, wir kommen mit mordlisternden Gedanken zu mir. Das war Sumpf, da war irgendwas. Genau. Das wusste ich nicht. Und da hinten ist keiner mehr. Ich muss da nicht hin. War ich nicht mit 5 unterwegs? Warum geht's hier nicht weiter? Da ist wieder Sumpf. Da ist eine Kiste. Es könnten kommen. So mehr Kisten. Okay, mal Granaten. Kann ich auch. Nein, kann ich nicht die Taste. Oh, jetzt tut's mir leid. Jetzt habe ich. Naja, okay. Es darf keine Zeugen geben. So. Wollt's nochmal erwähnt haben. So, irgendwie fehlt mir noch was. Vielleicht rechts oben? Links oben? Rechts oben? Ich bin von links oben gekommen, da war ich doch schon. Ich glaube, ich war aber da nicht. Da ist aber auch nichts, okay? Könnte es sein... Hier? Da ist auch nichts. Höchstens springt jetzt einer aus dem Busch raus. Das ist das wieder ein bisschen das, was ein bisschen nervt. Die Sucherei. Hier war ich doch. Da gibt es nichts, ist da alles zerstört. Hey, raus aus der Bude. So, wunderbar. So, und die letzte von der Mission sind wieder ein paar nachgerückt. Wo bin ich? Da bin ich. Wie komme ich da durch? Nach oben, so wie ich das sehe. Wir haben 10 Granaten, wir haben Sumpf vor uns und da oben haben wir 2 Heinis.
da wir nicht wissen, ob da irgendwelche rausspringen können. Okay, das habe ich nicht mehr gewusst. Okay. Das sagen wir mal Pech gehabt. So, dann ist das Graue. Ah, okay, kann man es abschießen? Aha, okay. Learning by Killing. Also, das war Rucki-Zucki mit einer Mine alles ausgelöscht. Nicht nett. So, wir haben gelernt, komische, grau ausschauende Pixel bedeuten das Aus der Mannschaft. Wir sehen hier ein Erdloch. Zuerst mal drauf schießen, aber was ist ja nie. Die hat mich jetzt voll überrascht. Sind jetzt nicht mehr so nett da. Also wenn ich das nicht auch könnte, ja. Spinner. Natürlich, aber Glas muss ja schwieriger werden. Und lustig. So, die Gefallenen, leider Gottes. Der Gaming-Gott hab sie im Himmel, hab sie selig im RAM-Himmel. So, das war's jetzt. Ihr habt jetzt mal einen Einblick bekommen. Das sind die Gefallenen, die Namen, die Abzeichen. Ich glaube, die mit Paintball getroffenen Gegner, um es lieb auszudrücken. Und da oben steht auch der Schnitt. Also der Schnitt ist ja im Moment gar nicht so verkehrt. Es ist ja ein Spiel, wir wollen es lassen und es ist ein Spiel und fertig. So, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus. Dir geht, aber ich habe meinen Spaß.